Ups, ist beim Spiel passiert. Wo muss ich lang? Muss ich rechts oder links? Links. Gut, dann lässt mich in Ruhe. Wir haben hier noch jemanden, der eine Mission hat. Alex, ich weiß es auch nicht, was passiert ist. Es ist einfach war urplötzlich nicht mehr da, das Spiel. Plötze? Da. Komm her. Ja, ja, was, wo? Was, wie, was, wo? Ich hab noch nicht mal eine Fehlermeldung. Es ist einfach abgestürzt. Muss ich nicht verstehen, oder? Der Allgott hat 6 Ferkel verlangt. Du hier hat hast jemand eine Illusion geschaffen. Ja, 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 ich speichere mal sicher. Sicherheitshalber, ja, wobei, eigentlich hat er ja gespeichert gehabt, Gott sei Dank. Dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Was macht ihr? Ja, ihr seid hier? Verdammt. Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Isis Date wollte nicht mehr, ja. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslav von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roslav hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm. Toller Mann. Das sieht man. Ja. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem weg, Hund gegeben. Das ist mein Busch. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ich glaube, dieser Allgott ist einfach nur irgendein Mensch, der in dieser Grube lebt. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal das hatte für ich euch verdrängt. Verwenden. Ich auch. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Das ist mein Busch. Tja, weg. Das wäre vielleicht ich einen Versuch mir. Wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Oder, ich bin eins mit der Wiese. Hat immer funktioniert. Ja. Sollten DBD nochmal spielen, Leute. Aber ich will halt mal endlich mal wieder Killer spielen, nur irgendwie funktionieren die Killerrunden bei mir nicht. Das ist deprimierend. Sehr deprimierend. So. Hauptquest, Nebenquest. So, was wollen die? Ein riesiger Gott. Wo ist denn dieser riesige Gott? Ach, da. Du Gott. Wo bist denn du? Wo? 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 Ah. Achso, oh, dieses hässliche Ding. Oh Gott, hilf einem armen Wicht in Not, bitte, oh. Bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich ja. wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen. Sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge
Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Da muss er erstmal überlegen. Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Du? Sag ich doch, das ist bestimmt irgendein dummer Mensch, der da unten oben sitzt. So, wo könnten wir denn hier? Was ist das? Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem jemand getrunken. Ich könnte dem Geruch nachgehen. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Ah. Ah ja, was? Ist hier was zum Looten, Allgott? Hey, ich war noch am Looten. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Vor allem wieder, da steht so. Ab 40 geht's abwärts. Ah, bist du schon lange hier? Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit sieht so aus, ja. Vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten. Und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Naja, das, was du redest, ist ja, was du haben willst. Mehr redest du ja auch nicht. Mit 66 fängt das Leben wieder an. Toll. Ich hab einen Einfall. Ich weiß, wie ich das Problem löse. Ich töte dich einfach. Hab mich ab! Wer immer meine Götter betrachtet. Au! Gut Nacht. Das war ein. Na, du fetter Allgott. Gegrilltes Schweinefleisch, Leute. Direkt schon fertig zubereitet. Was haben wir denn hier noch? Da ist noch was. Ich erhoffe mir immer noch Reparaturzeugs hier. Nö. Oh, wir haben ein paar Sachen zum Lesen. Ah, habt ihr alle gelesen, gell? One Punch Easy. Ich glaube, das liegt einfach nur an der Einstellung vom Spiel. Gehe ich mal von aus. Obwohl, das wäre echt dann ein heftiges, leichtes Spiel. Finde ich. Gute. Gibt's was Neues? Nein. Gute Neuigkeiten. Euer Gott ist tot. Er war ein stinknormales Monster, vernunftbegabt, aber niederträchtig. Er hat euch ausgenutzt, hat sich lauter Doppelkinne zugelegt, während ihr gehungert habt. Was hast du getan? Der Allgott hat uns gewarnt, dass der Tod uns holt, wenn er uns je verlässt. Komm, Trebor, wir müssen es den anderen sagen. Jetzt können uns nur noch Gruppengebete retten. Uff, noch nicht mal Gruppengebete retten euch noch.
So. Haben wir sonst noch hier unten irgendwas? Nee, ne? Nur weiter hier unten. Da gehe ich mal jetzt noch nicht hin, weil keine Lust ist mit so viele Fragezeichen. So, wir könnten jetzt mal gucken, was wir noch an Nebenmissionen haben. Gut, hier muss ich ja irgendwen besiegen, ne? Also gegen kämpfen. Lul, wo sind denn die? Was, da oben ist noch eine riesige Stadt. WTF. Ich glaube, wir machen mal das hier erstmal, weil das ist in der Nähe. Warte. Ja, links. Komm schon, Plätze. Ich bin auch Khaleesi, ich bin keine Göttin, ich bin einfach nur Khaleesi. Ich bin Khaleesi, damit bin ich zufrieden. Achso, da oben war ein Monster, stimmt. Hier ist ein Kampf. Gehen wir mal dahin. Nein, ich bin Khaleesi. Muss man nur noch Drachen besorgen. Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Nein, tue ich nicht. Achso, das ist das hier. Ja, lol. Mit wem muss ich denn hier reden? Und geh mal weg. Du bist der Hexenmann. Was hast du hier zu suchen? Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Hat der mir gerade zugezwinkert, ernsthaft. Hallo Timo, heute gibt's kein Skribbel. Und ich weiß immer noch nicht, wen du mit Roxy meinst. Dann hätte ich ein Riesenproblem. Sie würde mich quälen für all das, was ich ihr angetan habe. Nein, ich bin Khaleesi, Leute. Sorgt mir noch irgendwann Drachen. Wie lauten die Regeln? Ich bin die Priesterin, mit den Fäusten gekämpft. Aber ein gelegentlicher Tritt in die Eier wirft auch keine Fragen auf. Besiege Jonas, dann den Schmied... Und dann Stan Fischfresser. Dann darfst du gegen den Feldwebel antreten, den Meister von Wählen. Was ist, wenn ich eigentlich gerade spiele? Wenn du wetten willst, wäre da. Ja, komm. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Ja, stimmt, auch als Khaleesi würde ich dich quälen, da hast du recht. Hallo Chaotenböschi, wie geht's dir? Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Hurensöhne. Verdammt. Warte, ich muss erstmal. Jetzt habe ich F gedrückt, weil ich daran gewohnt bin, wegen Red Dead Redemption. Ich habe gerade die ganze Zeit F gedrückt und wollte eigentlich Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Wählen? Ja. Wer weiß? Du musst Gerard noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Mir geht's super. Hat er gerade gesagt, was zum Fick? Warum so eilig? Weil ich es eilig hab, Frau. So. Wir haben noch nichts zum Reparieren, ne? Nee. Moment. Ich sollte aber mal was verkaufen. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Zeig mal, was du anzubieten hast. Warte mal. Platz verbrauchen nur die Sachen hier, ne? Die behalte ich mal.
Bis dann. Du hast aber einen schönen Anhänger. Solltest du nicht den Weideler um Hilfe bitten? Ich war jetzt gerade irgendwas am Überlegen, aber ich habe den Gedanken schon wieder vergessen. Wow. Wow. Einfach nur wow. Da ist noch einer. Genau. Das, was Alex sagt. Was ist mit den Minen, in die er die Mädels aus Bella gebracht hat? War hier nicht ein Schmied? In diese Löcher würde ich nicht für Geld und gute Worte kriegen. War das hier, wo der Schmied war? Vielleicht damals in Novigrad. Damals in Novigrad. Mal weg. Hallo. Oh, du bist betrunken. Ja, ja, genau. Leute, willst du einen möglichen Schmied antreten? Auf den Sieger warten. Ja, ja, komm, ich rede. Gegen Krähenfels haben sie ja nichts gegessen als so Fleß und Wasser. Der Schmied, du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Ach, das werden wir sehen. Das reicht jetzt. Gute Nacht. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Fischfresser, das ist der letzte, der für dich noch übrig ist. Fischfresser, du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Ich? Nein. Niemals. Ew. Erstens, warum passe ich hier nicht durch? Zweitens, ew. Warum passe ich hier nicht durch? Leute! Ja, genau. Rutscht mal bitte, danke. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? So. Wo muss ich hin, Leute? Ich muss. Ich muss da unten hin, ne? Dann könnte ich... Könnte theoretisch eigentlich von hier zum Maulbeertal und dann hier runter gehen, dass ich hier unten die Sachen noch mitnehme. Weil hier unten habe ich ja noch keine. Und hier das eine Fragezeichen würde ich dann auch noch gerne holen vorher. Dann haben wir das weg. Dann gehen wir mal zum wie heißt das? Maulbeertal. Ein sehr schwieriges Wort. Meine Diät wirkt noch nicht. Okay. Genug geweint. Die wilde Jagd holt sie alle. Auch dich. Großen Plätze. Komm her. Komm. Brauchen wir noch was zum Reparieren, Leute. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut. Gießt ihn mit großen Schlucken runter. Langsam. Haben wir nicht irgendwo... Tutorial. Ein Handwerker. Hat jemand von euch schon mal einen Handwerker hier gesehen? Nicht. Weil hier ist doch Rüstungsschmied. Kann das der Rüstungsschmied? Kann er auch Waffen reparieren?
Ja gut, hier ist ja eh keiner. Wir reiten mal erstmal. Warte mal, wir reiten erstmal hier zu dem Fragezeichen. Ich markiere mir das mal sicherheitshalber. Also, irgendeiner hatte letztens mich gefragt gehabt, ob ich schon abgenommen hätte, weil man das an meinem Gesicht sehen würde. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber man selbst merkt es ja eh nie. Oh, ja, tschüss. Weiter. Au. Weiter. Level 16 probiere ich lieber noch nicht. Tschüss. Gerade mal markieren, dass das mir noch zu stark war. War das das hier? Ah, das war das hier, okay. Ging das nochmal so? Okay. Da müssen wir außen rum. Bruder muss los. So, huh? Hier wollte ich ja gar nicht hin. Plätze. Bleib mal. Oh, nein, warte. Bleib mal chillig. Danke. Bleib mal locker. Immer locker flockig durch die Hose atmen. So, was? Wo? Was? Das ist bestimmt nicht gut zu erreichen. Wo ist das? Moment. Ich reite über die Brücke. Kotker, Eabarest, Rede, Iragablar. Gesundheit. Ist im Moran Arbeit wert. Lass mich mal bitte durch. Danke. Ja. Ich, kennst du den Spruch nicht? So. Welche Boot? Nee. Das Boot. Nehmen wir uns. Mal. Wo muss ich hier nochmal klicken? Hier. Diese trägt keine Hose. Woher weißt du das? Er ist ein Monster, das ist schon scheiße. Einmal kurz speichern, bitte. Danke. Okay. Geronimo! Wie tauche ich nochmal? Geschafft. So. Oh mein Gott. Nein, ich habe wieder meine kuschelige Jogginghose an mit Simba drauf. Ist ja Streamer, oben hui, unten pfui. Nochmal. Da waren wir. Ja gut, wir könnten erstmal hier unten hin. Wir müssen ja eh hier oben lang. Dann gehen wir erstmal hier unten hin. Komm jetzt. Ohne Momente. Ja. Ich wechsle jeden Tag meine Jogginghosen. Da brauche ich aber viele. Bin ich richtig? Ja, aber ich muss nicht schneller. So weit außen rumlaufen. Was ist das? Sieht komisch aus. Oh, hi. Komm schon, komm näher. Ich muss echt meine Waffe reparieren, Leute. Die funktioniert nicht mehr gut.
So genau wollte Alex es nicht sagen, okay. Gollums hässliche Brüder. Voll die nervigen kleinen Zwerge, ey. Oh, das arme Pferd. So, ich wollte nach rechts. Das lassen wir noch. Alter, war eine Kiste. Nächstes wäre dann das hier, aber erstmal die Kiste. Habe ich meinen Drachen, ja toll. Diesen Drachen will ich aber nicht. Ist böse. 54. Da. Ja, komm, packen wir Axel drauf. Axel benutze ich auch öfters mal. Das kann verkauft werden. Was ist hiermit? Das kann auch verkauft werden. Wo haben wir das her, Leute? Ist immer cool, einfrieren ist cool. Fleischen. Ich habe ein neues Schwert. Los, los. Endlich. Ich weiß zwar jetzt nicht so recht, wo ich das her. Was hast du für ein Problem? Das ist nix. Das ist eine Leiche. Wen juckt das? Niemand. Ich habe ein neues Schwert. Geht mal auf Seite, bitte. Danke. Ja, du sollst nicht husten, du sollst auf Seite gehen. Danke. Heya! Komm jetzt. Nase. Ich wollte da eigentlich noch gar nicht hin. Los, lauf! Ja, komm, war mal das. Ich wollte da lang. Ich hab schon erwähnt, ich hab ein neues Schwert. Ja, schick mach mal definitiv davon ein Foto. So, Deserteur. Was seid ihr für Level? Hey ho! Sohn einer Ziege! Au! Na, wie lange soll ich noch warten? Oh, Kopf ab! Stirb! Kopf ab! Wo ist der Loot? Achso. Nein, da wollte ich gar nicht. Nee.
Ah, okay. So, jetzt würde ich gerne... wissen, wie ich hier die... Dinger... wieder... Nein! Entpacke. Naja. Plötze. Halt! Muss das, ich war ja noch gar nicht fertig. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Was muss ich... Was gibt's hier zu tun? Ist das oben? Achso, ja, E benutzen bitte. Danke. Ich muss pinkeln. Sie hilft dir? Nein, ich habe morgen anderes zu tun. Und runter. Oh. In Plötze. Plötze steht im Busch. So, die Markierung kann weg. Dann haben wir jetzt hier in der Ecke alles soweit. Was jetzt so... Ja gut, da, das machen wir irgendwann anders. Ich muss morgen arbeiten. Toll. Dingsbiberisch. Dingsbiberisch. Gehört. Der ist sehr bekannt, der Dingsbiberisch. Warum ist hier eine Straße direkt durchs Feld? Ich sammeln in den Wald gegangen. Oh, hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Das ist ein Monster. Oha, Plätze. So, ich mache mal eine kurze Pause, weil ich muss mal echt pinkeln. Schon seit du eingezogen bist.